in der letzten Episode. Einfach ein bisschen Wasser drauf, dass wir hier uns trocknen und gleichzeitig sind wir eigentlich inzwischen trocken. Wir sind nicht mal ansatzweise trocken, ernsthaft. Gut, dann das würde ich halt schon gern haben, damit wir halt wieder unseren Bonus haben. Müsste eigentlich relativ schnell trocknen. Also wir sind 80% nass, mach das mal bis zum Schmelzpunkt. Wir sind immer noch 80% nass, bitte was? 55? Hä? Wieso trocknen wir nicht? Wir sind doch am Feuer. Das zählt nicht, das ist kein Lagerfeuer. Wie ist denn das eigentlich? Hat jetzt die Kleidung getrocknet? Die ist immer noch nass, echt? Also wir standen ja auch nicht viel neben dem Feuer. Ja, das müssen wir jetzt vielleicht mal machen. Ja, es bleibt, wie es ist. Wir werden nicht mehr trocken. Die Kleidung bleibt jetzt so nass, wie sie ist. So. Jetzt trocknen wir. Jetzt. Weil wir in einer Höhle stehen. Okay, das Feuer ist nicht ausreichend genug. Du musst in einer Höhle stehen. Hm? Und so geht's weiter. Hm? Ah. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Episode 25. Ja, wir sind in einem Bunker. Auf den sind wir durch Zufall gestoßen. Einfach nur, weil ein Wolf da in der Nähe rumgestiefelt ist. Das war dann schon verdächtig. Man muss dazu sagen, wir sind im trostlosen Marschland. Hm? Ja, das ist schon sehr witzig. Okay, du kannst eigentlich ein bisschen trinken. Ja, okay, gut. Mit Betonung auf ein bisschen. Wir werden den Rest jetzt wahrscheinlich nicht verlernen können. Mal gucken. Vielleicht kriegt man noch eine Stunde drauf. Müssen wir halt schnell sein. Ja, wir kommen. Kannst du nochmal so elegant laufen? Ich sag mal ja. Ja, also Gewehr und also was man dort findet, das ist echt krass. Also was wir jetzt dort gefunden haben, wir haben Gewehr gefunden, wir haben Revolver gefunden, aber abgesehen von der unzähligen Munition. Wir haben Kampfstiefel gefunden und diese Skimaske haben wir auch gefunden. War ein bisschen Kleidung, tonnenweise Futter. Was natürlich nicht schlecht ist. Ja, also wirklich viel, viel Stuff. Mal gucken, ob das noch reicht. Wir könnten es gerade packen. Eine Stunde. Ab hier rennen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu lang gedauert, dass ich das nicht direkt gelesen habe. Nö, es hat geklappt. Sehr schön. Ja, und da haben wir wieder das Übliche, nämlich Nebel. So, das fliegt raus. Also Dinge, die wir jetzt nicht brauchen. Ja, dann haben wir hier ein paar Sachen. In Ermangelung eines Schrankes ist das so eine Art Schrank. 3,44 Liter Öl ist natürlich nicht schlecht. Da kommt man eine Weile rum. Gut, gezeichnet haben wir. Das heißt, das Zeug kann dann eigentlich auch hier bleiben. Da machen wir das auch. Und dann kümmern wir uns wahrscheinlich um den Wolf. Haben wir noch irgendwas in petto auslegen könnte? Ich glaube nicht. Gut. So, die Flaschen sind voll. Ja. Warte mal. Da oben die Flaschen halt. Ja, jetzt gibt es auch her. Schmeiß sie mal da runter. Hast gut geworfen. Das ist nochmal. Hervorragend. So, da schwebt der Pfeil. Sehr schön, vielen Dank. Und da schwebt nicht der Wolf, sondern er liegt. Halt, wir bleiben bei 5 Kilo. Ja, naja. Wie lange brauchst du mit der Hand? Ach, das geht gar nicht mit der Hand, genau. Das war die Geschichte. Wir sind erst auf Level 3. Wir haben noch nicht den dichten Nebel. Was ist denn hier los? Nee, lass das mal stehen. Ah, oh, danke. Da ist er. So. Da ist jetzt das Messer besser. Holen wir das Fell hier raus. Kannst halt nicht mit der Hand rausholen.
dann auch halt nochmal das Messer. Da wir sowieso momentan nichts machen können, ist das auch erstmal egal. Wasser haben wir genug, genau. Dann fliegt jetzt... haben wir irgendwie leere Flaschen? Eine. Ne, zwei. Alles klar. So, dann gibt es ja schon mal eine gelbe. Dann fliegt hier... Altholz. Holz wird noch mehr. Ein bisschen Zunder. Nur ein bisschen. Dann scrollen wir halt so rum. Gut, ich denke, dann passt das erstmal mit Ablegen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, sind noch ein paar Hirsche da. Die haben halt noch ihre Därme. Jetzt keinen Bock, Feuer aufzusetzen, weil wir noch kein Wasser brauchen. Das machen wir dann, wenn es halt wieder notwendig wird. Also, apropos kein Wasser brauchen, okay. Ich brauche wirklich Wasser. Gut. Dann kannst du umfüllen, zack. Ist das jetzt das Normale, dass wir hier jeden Tag dichten Nebel haben? Ich glaube, wir haben bisher jeden Tag dichten... Nee, am ersten... Nee, stimmt gar nicht. Am ersten Tag hatten wir einen Blizzard. Hm? Das ist natürlich schon ein Unterschied. Es wird zu schwer. Das ist aber okay. Es sind nur Stöcke. Ich würde auch gerne mal ein bisschen rumlaufen, aber da das... wird irgendwie alles noch nichts. So. Na gut, das Brett kann man wahrscheinlich schon zerlegen. Das, ja, genau. Das eine geht. So, 47 raus. Zwei raus. Okay, dann schauen wir mal hier hinten rum. Da noch irgendwas. Naja, hier gibt es schon noch ein paar Zweige. Bisschen die Zeit totschlagen hier, bis es mal wieder aufklart. Naja, da hat es aufgeklart. Okay. Ja, die Mod Remember Breakdown Item, die gibt es immer noch nicht. Leider. Finde ich ein bisschen schade. Weil das Spiel macht das auch nicht. So, halt, ich wollte hier rein. Ja, wir schleppen jetzt den Wolfspelz mit uns rum. Den können wir erstmal hier liegen lassen. Ja, die Stöcke. Nehmen wir sie mal mit, warum nicht? Wir gehen jetzt mal rüber zu den Arbeiterbaracken. Ich bin mir auch gerade nicht 100% sicher, was besser ist. Wolfs- oder Katzenheulen. Also das ist plus minus... Ja, da vorne sieht man es schon. Das ist so plus minus auf einer Stufe, würde ich sagen. Also von der Nervigkeit her. Das ist schon sehr identisch. Ja, man hätte mal gucken müssen, wo man da oben dann eigentlich rauskommt, wenn man weitergeht. Aber ich schätze mal, dass man einfach da vorne rauskommt. Ich schätze, es ist relativ unspektakulär. Ja, ich schätze mal. Er kommt einfach hier runter, fertig. Versuch mal Licht, Sichtlinie zu... Ja, okay, das geht gar nicht. Naja. Die Frage ist, was passiert, wenn man ins Wasser einbricht, während ein Wolf angreift. Also während man mit ihm sozusagen kampelt. Danke. Ja, ich will nur den Pfeil, okay? Arbeiterbaracken. Ah ja, gibt's eine Klette. Wo sag ich die bellende Klette? Vorne. Naja.
Weiß ich ja jetzt nicht. Ah ja, es sind noch zwei, okay. Oh, sorry, Alter, von der gemütlichen Sorte. Yes, mal rechts, mal links. Yes. Das war's mit dem Pfeil. Ja, danke. Brauch meine Kleidung nicht. Alter, der Pfeil war wahrscheinlich ziemlich weit runter. So lange, wie wir jetzt mit dem Wolf kämpfen mussten. Was hat denn so extrem gelitten? Wahrscheinlich Hose oder... Ja, guck dir mal die Hose an. Und die Tug. Ja, ja, wunderschön. Gut, wenn du dann nur so 4% Pfeil hast oder so, dann... kommen sie natürlich nicht weit. Geht er wieder. Das ist echt drei Wölfe hier. Scheint schon. Wo ist er denn jetzt dahin geglitten? Hat er sich schnell versteckt? Mich ist keiner. Ah, da liegt er, okay. Kannst du jetzt einfach mal ganz normal kommen? Danke. Kann ja nicht wahr sein. Ja, ja. Dann gehen wir einfach weiter. Wir nutzen den Rest des Tages. Es soll ja jetzt nicht wieder direkt zunebeln. Oh, guck mal. Das nehmen wir gerade mit. Das ist so wie bei Diablo 2. Da musste er auch für jedes Gold-Item musste einmal klicken. Zwei oder zweimal klicken, wie so wie hier. Weiß ich gar nicht. Ja, auch Chessling bringt uns jetzt nicht wirklich was, aber hey. Kannst ja ganz normal rüberlaufen. Das da drüben ist eine ganz normale Höhle. Ja, das ist nicht, wie ich immer denke, hier Richtung Ascheschlucht. Gut, dann gehen wir gerade wieder zurück. Gehen wir bis zu der Höhle. Über eine sich über alles beschwerende Katze. Die beschwert sich übrigens auch, wenn man sie nicht mehr anfasst. Also wenn man sagt, okay, das war es jetzt erstmal genug, dann rennt sie jammernd und schreiend durch die Wohnung. Dann denkst du, ja, bin ich jetzt so garstig, dass ich mich nicht mehr um dich weiter kümmere? Ja, nächster Punkt wäre eigentlich dann mal rüber zu laufen zum Turm. Den mal scharf zu schalten, also Querstrich zu reparieren. So, noch mehr Stöcke, warum eigentlich nicht? Dann gucken wir, was hier drin ist. Ob da überhaupt was drin ist. Ja, letzten Endes müssen wir sowieso gucken, wenn wir hier zum Kartieren kommen. Das wird eine sehr aufwendige Kiste. Hier ist gar nichts, oder? Nicht mein Name. Hat nicht mein Name die Höhle. Okay, gut, dann gehen wir wieder. Nicht mal Kohl. Nichts. Ist einfach nichts. Was? Stiefel mal zurück.
nehmen die Wölfe natürlich mit, also das Fleisch. Ich glaube, Därme und so weiter, weiß ich jetzt nicht, wie viele wir brauchen. Wir hätten dann 6, mit denen die halt noch an der Spence-Heimat liegen. Das ist eigentlich eine Zahl, die reicht eigentlich erstmal. Wenn du das nächste Mal wiederkommst, hast du sowieso wieder direkt mit Wölfen zu tun. Du brauchst eigentlich, kannst eigentlich dann direkt wieder neue Därme ansammeln, falls es dann doch mal knapp wird. Ich würde halt gerne noch ein bisschen Angelzeug basteln, dass wir da halt fleißig weiter flicken können, weil das müssen wir momentan tatsächlich auch. Wir müssen noch mal gucken, dass wir da ein bisschen ein paar Kleidungsstücke noch zerlegen. Ist ganz gut, dass wir da ein paar im Bunker gefunden haben. Ja, also fundtechnisch ist diese Sandbox schon krass. Das kann man nicht anders sagen. Das war auf dem Flughafen schon zu krass. Das wird hier nicht anders. Oh, das waren jetzt 4 Federn. Da sage ich vielen Dank. Das Vieh musste man echt niederknüppeln. Wieso nehme ich? Achso, weil das schneller geht, weil das noch nicht komplett gefroren ist. Deswegen. So, da liegt der nächste. Die Klette grabe ich jetzt nicht aus. 24%. Das geht ein bisschen schneller. Wie ist es eigentlich? Oh, Stunde 8 mit dem. Ja, nee, danke. Wobei, geht das nicht sogar nach Zeit bei dem Kadaver zerlegen? Ich weiß es gar nicht. Mal ein bisschen genauer schauen hier. Wir haben ja jetzt da hervorragend auf die Wölfe konzentriert hier. Nicht so sehr aufs Absuchen. Aber ich denke, so viel ist hier eh nicht zu finden. So wie es aussieht. Ein paar Kartons, ein paar Kisten. Das war's dann. Und noch ein paar Federn. Ja, die Krähen sind schon wieder abgedampft hier. Und noch so ein Monster. Ja, wir bräuchten noch ein paar Birkenschösslinge. Einer trocknet ja in der Höhle. Dauert wahrscheinlich noch ein paar Tage, bis der fertig ist. So, darüber müssen wir. Hier haben wir wieder unser Zahnfleischbluten gehabt. So schön, wie das aufhört. Einfach so Knips aus. Wir sind fast schon da. Es sollte jetzt eigentlich kein Wolf mehr hier sein in der Nähe. Und da oben sollte eigentlich immer noch da rumliegen, meiner Meinung nach, aber man weiß es nicht. Manches Mal kommen die auch sehr schnell wieder. Oh, noch ein Stock. Ja, die nächste Kochsession wird wieder eine größere. Aber wir haben immer noch genug Wasser. Und Fleisch, also es ist noch nicht notwendig. Aber der nächste Nebel kommt ja eh bald. Bin ich mir relativ sicher. Spätestens am nächsten Tag. Oder dann halt Blizzard. Ich meine, die Möglichkeit gibt es ja auch. Wir brauchen wirklich nicht so viele Tage mit schönem Wetter. Okay. Ein wenig größer. Hm? Schössling haben wir dabei, okay. So, dann werden wir hier mal die Federn los. Hier oben kommt noch der Dosenöffner raus, der zweite. Jetzt ist es ein bisschen mehr.
Welchen lassen wir hier? Ja, okay. Dann legen wir den halt in die untere Etage. Okay, kaputter Pfeil. Gut, den können wir jetzt auch noch hier lassen. Kaputte Hose, das ist auch nicht so geil. Die ist aber erstmal nicht so schlimm. Genau. Dann gibst du mal... Ja, dann gibst du das mit. Dann lass den kaputten Pfeil mal hier liegen. Achso, ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, haben wir irgendwie was an uns, was riecht? Ja, natürlich. Unser Futter. Für heute Nacht. Da bin ich mal gespannt, ob die Wölfe da oben wieder da sind. Ich hoffe nicht. Wir sind ja auch erst ein paar Tage hier. So. 30 Grad haben wir jetzt hier unterm Dach. Herrlich. Okay, dann stiefeln wir mal zu unserer Nachtstätte. Können wir auch mal gleich checken, was der Birkenschössling sagt, der dort liegt. Ja, die Wölfe liegen da noch, ich sehe sie. In der Ferne. Naja, das passt mal wieder nicht. Dies passt mal wieder nicht. Ich sag mal ja, okay. So, haben wir hier noch ein paar Federn. Eine. Und das war's. So muss eine. Ja, wir haben genug Holz, das ist kein Problem. Wollte nur überlegen, ob wir vielleicht Tannen klopfen. Und wir haben so viel Holz an der Spence Heimat. Ist aber auch wichtig, das muss man dazu sagen. Das war die falsche Taste. So. Zwei Därme. Noch ein Wolf. Und noch ein Ahornschössling. Ja, okay. Du magst es nicht gerne so ein bisschen hübscher anordnen. 82. Das heißt, der ist am nächsten Tag fertig. Dann tragen wir das mal ein. Und ansonsten heißt. Achso, was sagt eigentlich der Wasserbestand? Ah, das reicht, das reicht. Okay, alles klar. Dann, wie lange müssen wir warten? 3 Stunden? Reicht das vielleicht? Das könnte reichen. Nein, reicht nicht. Oder reicht's doch? Doch, es reicht. Gut. Ich atme das Stück ein. So. Das ist die falsche Flasche. Nice drink. So, das ist dann für den Morgen, wo es dann einfach nur wieder zurückgeht zur Spence Heimat. Was haben wir für Wetter? Einen frühen stürmischen Morgen. So, ab ans Buch, dann machen wir das gerade fertig. Wir hätten sogar noch mehr lernen können. Krass. Halt. Ja, mal gucken, ob wir es schaffen. Auch könnten wir eventuell ein Feuerchen mit einer Lupe anfachen. Wind ist auch in einer günstigen Richtung. Mhm. Ja, wobei. Wie ist denn der? Ja, der Kalorienbedarf geht schneller runter, wenn wir rennen. Ich weiß aber nicht, ob das nicht trotzdem effizienter ist. Das müsste man halt... Ja, das ist halt schwierig zu checken.
Da müsste man wahrscheinlich essen, einen Punkt festlegen, wo man losläuft, einen Punkt festlegen, wo man ankommt. Und dann gucken, wie der Unterschied in den Kalorienzahlen ist. Weil du bist ja auch schneller. Weißt du, du verbrauchst zwar mehr, aber du bist ja auch schneller am Ziel. Da könnte es ja theoretisch sein, dass man dann besser beraten ist, wenn man rennt. Naja. Werden es wahrscheinlich sowieso nicht schaffen. Ja, das wage ich zu bezweifeln. Und ich lerne nicht noch, wenn ich 89 Kalorien habe. Weil wir wissen alle ganz genau, dass die Madame dann keinen Bock hat, sich das Gelernte zu merken. Das war ja auch früher so, wenn du halt in der Schule mitten im Unterricht mal aufs Klo musstest, dann hast du alles vergessen, was du da halt in der Unterrichtsklasse hattest. Das hast du dann nicht mehr merken können. Hartes Schicksal. So, und was sagt die Kalorienzahl? Yep, das war's. Okay. Dann muss ich mal schnell dahin rennen. Damit wir hier Feuerchen machen. Ja, ich glaube so viel. Wobei Zunder vielleicht doch irgendwann. Wenn wir hier kartieren wollen, könnte es sogar knapp werden, tatsächlich. Das Buch bitte. Wir haben nicht sehr viele Feuer mit der Lupe gemacht, weil tatsächlich das schöne Wetter eher rar ist. Lalalala. Na, wenigstens hat es geklappt. So, und dann legen wir hier schon mal auf. Und fangen hier einfach schon mal an. Gut. Das Ding brauchen wir sowieso nicht. So. Dann lass uns mal nach Stoff schauen. Zwei haben wir ja, das können wir zerlegen, das auch. Die Jacke weg damit. Das kann auch mit. Ja, viel Stoff haben wir nicht. Also wenn wir das nächste Mal von irgendwo anders herkommen, dann müssen wir echt gucken, dass wir hier dringend Stoff mitbringen. Genau, zerlegen. So. Und die Pfeilspitze. 16, 17 Minuten, ja, da kriegt man nichts repariert. Oder wahrscheinlich auch zerrissen, richtig? 20 Minuten, naja gut. Passt so. Das war's mit Wind. Vorerst, natürlich. So, jetzt haben wir wieder 43 Minuten. Ja, Feuerholz ist erstmal genug drauf. Dann lass uns mal die Tug reparieren. Versuchen. Gut, ein andermal. Wie lange brauchst du jetzt zum Zerlegen? Auch 20 Minuten. Gut. Ich hoffe, ich zerlege auch das Richtige. Ja. Ich das wird ein Ausversehen. Jetzt kochen wir hier den ganzen Tag, wo so schönes Wetter ist. Bitte was? Aber wir müssen die Kleidung reparieren. Ja, vorher bringt das nichts. Ach, und da geht uns das... Ja, da geht uns leider das... warte mal, gib mir mal das Angel, das Nähzeug hier. Es hilft nichts. Wie ist denn das eigentlich? Wenn ich das repariere... Wieso kann ich das nicht auswählen? Ich hab doch hier zwei... Wieso kann ich das nicht auswählen? War das nicht so, dass man das auswählen konnte? Also jetzt... Ja, okay. Ja, gut. Dann, was ist denn der Unterschied? Nur die Dauer. Okay, alles klar. Dann verlieren wir vielleicht nicht so viel Zeit. Hm? Das sind genau 27 Minuten. Okay. Ja, das ist verwirrend, dass das so viele Schritte sind. Okay, wir bleiben hier. Kostet leider extrem viel Material.
Das müssen wir leider zweimal reparieren versuchen. Ja, einmal hat es geklappt. Welches Pack, meine Gute? Wir werden in der Summe werden wir permanent schwer erleichtert. Ja, okay. Ich drück's auch gleich falsch aus. So. Ein zweites Mal die Hose, bitte. Aber es klappt. Gut, alles klar. Dann ist das erstmal wieder repariert. In irgendeiner Folge... ja, jetzt mal wieder den dichten Nebel natürlich. In irgendeiner Folge, wo wir auf dem Flughafengelände waren, oder in der Flughafenregion, habe ich aber nachgeschaut, ich glaube, das war diese Wegbegehen-Folge, wie viele Punkte, also wie oft man eine gelungene Reparatur haben muss, um auf Level 5 zu kommen. Ich glaube, es sind über 500. Das ist schon krass. Na, immerhin sind wir schon auf Level 2. Feuer machen sind wir auch bald auf Level 3. Da fehlt uns eins oder zwei. Das kriegt man hin. Dann pushen wir uns mal auf Level 3. Wir haben ja nichts zu tun. Nee, komm, mach die mal weg. Gib mir mal eine, so nur einfach irgendeine Fackel. Da muss ich jetzt nicht die gute verwenden dafür. Dann nutzen wir einfach die Chance. Wir haben hier genügend Material, um das auf Level 3 zu hieven. Gut, gucken, ob das reicht. Es reicht, sehr schön. Gut. Gut, unter den Umständen machen wir ja gerade weiter. So. Ja, das ist doch nett. So, deine Erfahrung im Feuer machen ist jetzt deutlich über dem Durchschnitt. Du wirst sehr kompetent. 65% Chance, Feuer zu entfachen. Feuer brennen 10% länger. Feuer können ohne Zunder gemacht werden. Tschüss. Ja, wir werden sie trotzdem verwenden, einfach um sie aufzubrauchen, nicht wegen irgendwas anderem. So, wie ist denn das hier mit Wasser? Wir haben nichts mehr, echt. Aber hier ist auch nichts drin. Dann kann man da wahrscheinlich einfach jetzt schon mal wieder Fettwasser aufsetzen, also Fettwasser aufsetzen mit dem Auge. Das sind, was sind das? Vier, das sind 3 Liter, genau. 3,5 Liter, 4 Liter. Ja. Das wird dauern. Gut, dann schauen wir mal, was das macht. Das wird in der Zwischenzeit fertig. Halt, warte mal. 1 und 2. Muss nur gucken, dass das auch passt. Und die Fackel kommt weg. So, jetzt warten wir im Prinzip nur drauf, dass es wieder aufklart. Dass wir dann was machen können. So, das ist fertig, genau. Uns erstmal trinken. Jetzt setzen wir hier gleich wieder direkt 1 Liter auf. Dann haben wir unsere 4 Liter. So. Ist immer noch dichter Nebel. Wie lange braucht das noch? Ja, wir machen das dann hier weiter. Das passt schon. Nochmal trinken, um sicherzustellen, dass wir so wenig wie möglich wegschmeißen. Anscheinend haben wir nichts verloren. Gut zu wissen. So, dann bleibt der ganze Liter wieder da und die Flasche. Die angefangene legt man hier ab. 41 Minuten, okay. 17, 26. Okay. 11. Ja, okay, ich komm.
nicht, dass hier was verrutscht. Ja, wir haben immer noch dichten Nebel. Ich guck gerade mal in den Kochen-Skill. Hm? Da müssen wir wahrscheinlich gar nichts lernen. So, wir haben ja jetzt eigentlich, also Zunder werden wir jetzt eigentlich auch immer zurücklassen, weil wir brauchen den nicht. Wir werden den aber verwenden, wenn wir dann halt hier vor Ort sind. Da werden wir den verwenden. Ansonsten, wenn wir unterwegs sind, brauchen wir jetzt keinen mehr. Das erleichtert uns ein wenig. Genau. Gut. Da anscheinend das Wetter nicht weiß, was es machen soll. Tja. Nutzen wir, ich sag mal, die günstige Gelegenheit. Und den Schal bitte auch noch. Wieder ein bisschen Stoff gewinnen. Ja, das mit dem Stoff ist ein kleines Problem. Aber andererseits könnte man im Bunker noch ein bisschen was gewinnen. Und das sollten wir vielleicht auch tun. Na, komm, schmeiß jetzt mal alles rein. Dann schmeiß jetzt auch mal das rein. Okay, dann lass uns jetzt die Holzkohle nehmen. Genau, weg damit. Nein, weg damit. Ha. Nein, du sollst es wegnehmen. Gut. Muss ein bisschen klar haben. So, dann sind hier die Holzkohlen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Okay, dann gehen wir mal zum Bunker. Ja, jetzt klart's auf. Toll. Wird dann, wenn ich einen Entschluss fasse. Ja, komm, jetzt könntest du ja doch irgendwas machen. Guck mal, du hast noch eine Stunde Zeit. Achso, wir können auch den kurzen Weg nehmen. Also den hinwärts kurzen Weg. Der richtige kurze Weg ist leider nur eine Einbahnstraße. Achso, ich habe jetzt nichts zu essen mitgenommen, kann das sein? Ja, dann essen wir diesen leckeren Energieriegel. Dafür ist er ja da. Wir werden sowieso heute nicht so viel schlafen. Wir haben halt uns wirklich, also gut wie überhaupt nicht bewegt heute. Das ist schon krass. Ja, ich habe hier, wo es jetzt mit dieser Hitzewelle so losging, das ist jetzt auch schon 2 Wochen oder so, ist die schon wieder unterwegs. Die ist Gott sei Dank absehbar, bald auch wieder vorbei. Mein Körper hat das irgendwie nicht so realisiert, dass ich eigentlich viel trinken muss. Und ich habe da auch überhaupt nicht dran gedacht, weil im Normalfall kann ich mich da schon relativ gut auf meinen Körper verlassen. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Und ich habe dann am Anfang echt Herzprobleme bekommen, weil ich zu wenig getrunken hatte. Ja, da musste ich mich erstmal vollstopfen mit Wasser ein paar Tage lang. Es hat echt ein paar Tage gebraucht, bis der Körper dann sich davon erholt hat, von dem Schock. Huch, achso, die schwebt. Ja, dann lass sie halt schweben. Ist ja nicht so schlimm. So, das auch Stoff. Ja, also hier können wir wirklich keinen Stoff verschwenden. Da können wir uns nicht den Schabernack erlauben. Erst die Kiste wegnehmen, dann gucken, was mit dem Stoff passiert. Das ist hier zu wertvoll. Das ist Karton, genau. Mehr Stoff sehe ich jetzt nicht. Ansonsten sind das halt nur noch Kisten und Kartons. Das ist nichts zu lesen. Okay, nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Da kann man das nur bei Aurora lesen. Viele, viele Zettel auf jeden Fall. Schalter geht nicht. Gut. Nee, ich denke, mir ist nicht. Okay, dann gehen wir wieder raus. Und ich sag mal Sekunde, weil es hat aufgeklärt, okay? Gut, dann. Ja. Gehen wir jetzt doch erstmal wieder runter. Können wir den Stoff auch wieder einlagern. Das ist gar nicht so schlecht. Wie viel hat das jetzt gebracht? 18, oh, das ist super. Das ist super. Die bringen relativ viel tatsächlich. Weiß nicht wie viel. Alter. Da macht ihr den Monstersprung. Gut. Achso, wir können mal schauen, ob es neue Federn gibt hier. Wir haben ja die Region verlassen. Aber wir waren nicht weit weg genug, oder was? Das könnte natürlich sein. Ja, wir essen ja heute Nacht. Da oben sind schon wieder Wölfe. Ah, hier ist auch kein. Okay.
Ich wollte eigentlich in der Höhle schlafen, damit wir da, ich weiß gar nicht, der Hammer, ist es noch früh, ist es, das glaube ich sogar noch zu früh. Was wollte ich jetzt hier? Hier haben wir nichts, genau. Stoff. Auf jeden Fall. 20, das ist echt super. Okay, dann müssen wir umplanen, dann machen wir das anders. Mit was, wie viel repariert man den Turm? Ich hoffe, die Drähte reichen. Ich nehme mal 4 Sicherungen mit. Ich weiß nicht, wie viele ich brauche. Brauchen wir sonst irgendwas noch da oben? Brauchen wir eine Säge oder einen Hammer? Eigentlich ja nicht, meiner Meinung nach. Keine Ahnung. Ach, hier ist auch 2 kaputte Pfeile, okay. Dann schmeißt man die mal hier raus. Nochmal extra durchgeschrieben. Also der ist kaputt und geixt. Dass das auch wirklich sicher geht, dass dieser Pfeil wirklich nicht mehr zu benutzen ist. Wo ist die Wasserflasche? Wahrscheinlich hier. Ja, wir könnten es natürlich auch jetzt essen, aber ich denke, wir müssen relativ viel warten, meine Gute. Und der kann sie nicht durchlaufen, okay. Und es beginnt zu schneien, okay. Ja, wir gehen zu der Höhle davor. Wir schlafen in dieser Höhle. Dafür nehmen wir ja auch einen Schwung Stöcke mit, falls das Wetter ausrastet. Was es ja jetzt schon tut. Die Krähen haben sie auch gleich gesagt, ja, ohne uns. Ja, es wird auch schon abends, also wir müssen ein bisschen hinmachen. Im Sinne von nicht trödeln, meine Gute. Das wird aber schnell dunkel auf. Muss ich mal dem Schnitt-Tobi die Möglichkeit geben, hier das Farb-Preset zu ändern. Na ja, gut, das kann nicht schaden. Ja, momentan ist es ziemlich cool, früh rauszugehen. Durch den Park. Weil es, also wenn ich aufstehe, ist die Sonne noch nicht aufgegangen. Ich gehe dann halt auf, während ich dann unterwegs bin. Das ist schon cool. Okay, ich wollte mal nach Federn schauen. Das sieht dann manchmal schon recht stimmungsvoll aus. Aber momentan, das Wetter ist einfach furchtbar. Ich kann nicht mal joggen gehen. Das ist so krass. Wir haben hier, das Maximum war, glaube ich, was wir hatten, war 22 Grad Taupunkt. Was wirklich üppig ist. Ich dachte eigentlich so 16 Grad, das ist ja schon, da fällt es ja kaum aus. Und das Lustige ist, der Unterschied von 12 zu 16 ist für mich größer als von 16 zu 22 oder 20 im Generellen, wo wir eigentlich immer so rumschrappen. So 19 bis 20 Grad Taupunkt. Und man sagt eigentlich, dass den meisten Menschen ab 16 Grad Taupunkt schwül ist. Bei mir ist es eigentlich auch so, ab 12 merke ich dann schon, dass es mir eigentlich schon unangenehm wird. Ja, schön langsam. Ja, und das Lustige ist, dadurch, dass ich ja... Mal schauen, ist das ein Wolf? So läuft. Wir nehmen mal lieber den Bogen. Da ich ja Ende September, also die zweite Septemberhälfte in Norwegen bin, ich habe mal geschaut, gibt da ja ein paar Norwegen-Foren. Und es gibt etliche, die da sagen, die waren dann so Anfang September und vielleicht auch die zweite Hälfte, die haben dann auch schon gesagt, so in den Höhenlagen, also wenn du dann auch über die Pässe oder so fährst, Hochebenen, da kann dann auch schon mal Schnee liegen. Das ist gar nicht so untypisch. Ja, da vorne ist tatsächlich ein Wolf. Aus dem Grund, sofern mein Autohaus antwortet, die haben nämlich auch meine Reifen. Das ist schon wieder so ein Scheiß. Schneller! Reicht's mir langsam hier mit euch Pennern. Hallo? Ja, wo ist er denn jetzt? Ach, du bist ja toll zu sehen, das ist ja der Hammer.
ist genauso groß wie das Gras, echt. Ja, das da oben ist kein Wolf. Ja, ich schätze mal, wenn wir einen normalen Bogen verwenden würden, den wir ja auch haben. Was zum Teufel? Wo ist denn hier die Höhle? Ist ja nicht eine Höhle? Ah, da vorne. Ja, okay. Wir hätten da schon viel früher einbiegen können, oder was? Ja, gut, dass die da direkt davor liegen. Hey, dann haben wir ja noch was zu tun. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo die Höhle ist. Ja, dann, werde ich am Anfang September schon auf Winterreifen wechseln. Ist relativ ungewöhnlich früh, aber ich habe sonst keine Zeit. Ich habe nicht so viele Urlaubstage mehr dieses Jahr. Dass ich da... Gott, ist das finster. Leg mal hier irgendwo das ab. So, dann haben wir wenigstens mal eine Orientierungsmarke. Da vorne sind sie. Ja, wenn wir früher abgebogen wären, wären wir gar nicht kollidiert, wie man sieht. Na gut. Jetzt hört man da hinten wieder die Wölfe. Das kann doch nicht sein. Gibt es hier eigentlich auch mal was anderes? Das war eigentlich dann schon relativ schön im Flughafen. Tja, das ist, wie es ist. Finster. Ja, wir werden jetzt wieder nass, aber dadurch, dass wir halt in einer Höhle übernachten, können wir uns wieder trocknen. Na komm. Gut, in der nächsten Folge. Mal gucken, werden wir kochen? Oder schlafen wir lieber und entscheiden das am Morgen? Wahrscheinlich so rum, ja genau. Lass uns mal so rum machen. Genau. Dann können wir uns entscheiden, ob, je nachdem wie das Wetter ist, ob wir dann kochen oder ob wir erstmal zum Turm gehen. Oh Gott. Ja, da vorne sehe ich so ein Schimmer von Schlafsack. Dann bleibt das mal hier vorne liegen. Und irgendwo hatten wir ja auch ein Stück Fleisch abgelegt. Okay. Das müssen wir suchen. Da. So, gut, dann gehen wir jetzt ins Bett und am nächsten Tag entscheiden wir dann, was wir machen, was auch das nächste Programm dann der nächsten Folge ist. Wasser brauchen wir nicht, Darmparasiten auch nicht, aber so ist es halt. Danach wird nicht gefragt, gute Nacht. Wir haben ein schönes Wetterchen. Dann gehen wir erstmal zum Turm rauf. Genau, machen erstmal den Turm fit, damit, falls mal wieder Aurora kommt, wir gucken können, ob wir vielleicht was in der Nähe haben, was wir suchen können. Genau, ansonsten weitermachen. Was auch das Essen betrifft, aber wir haben, glaube ich, auch ein Buch dabei. Kann das sein? Habe ich ein Buch da mitgenommen? Ja, da können wir noch was lernen. Dann mache ich schnell. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.